Das Leben ist eine Bühne und dein Talent hat dich hierher gebracht. Aber merk dir eins, mein kleiner Freund. Wir machen hoch und wir machen runter. Der erste heute ist Mufasa. Mufasa, das ist dein Moment. Mufasa V09, 24 Jahre alt, aus der Nähe von Frankfurt am Main. Wie bin ich zur Musik gekommen? Musik war schon immer ein Teil von mir. Musik ist für mich eine Art, meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Mein Ziel bei Rap Larue ist natürlich, möglichst weit zu kommen, den Leuten zu zeigen, was ich drauf habe und einfach die Szene auszuprobieren. Mein Auftritt gerade, ich habe alles gegeben, 100% Power und ich fand ihn auf jeden Fall gut. Endorphine Willow, meine Feelings Willow. Endorphine Willow, meine Feelings. Schon wieder, bricht meine Welt, wenn grad alles gut läuft. Sag wieso schon wieder, hab ich mich in falschen Menschen getäuscht. Sag wieso schon wieder. Bricht meine Welt an, wenn grad alles gut läuft. Sag wieso schon wieder. Sag wieso schon wieder. Schinecke, kannst du mich hören? Keine Emotionen, die Tränen sind leer. Liebe Gas, das Leben lenkt mich in den Gegenverkehr. Ich habe keinen Plan, keinen Einfall, was ich machen kann. Warum haben 95% eine Maske an? Wie soll ich dir vertrauen, wenn ich mir selber nicht vertrauen kann? Wenn am Ende alles einbricht, was wir aufgebaut haben. Wenn am Ende alles schief geht, so wie immer. Wenn am Ende alles, was ich mache, sowieso keinen Sinn macht. Schon wieder steh ich am Abgrund, aber springe nicht. Weil ich weiß, dass meine Stimme ins Herz wie eine Klinge trifft. Jedes einzelne meiner Worte spürbar wie Blindenschrift. Seht so Frieden aus, aber bin voller Schmerzen innerlich. Endorphine Willow, meine Feelings Willow. Endorphine Willow, meine Feelings. Sag wieso schon wieder, bricht meine Welt ein, wenn grad alles gut läuft. Sag wieso schon wieder, hab ich mich in falschen Menschen getäuscht. Sag wieso schon wieder, bricht meine Welt ein, wenn grad alles gut läuft. Sag wieso schon wieder. Schon wieder. Sind wir so schon wieder. Super, Junge! Super! Super Künstler, ja? Ja, ich sag dir ehrlich, guten Song ausgewählt, der bleibt im Kopf. Mhm. Bleibst im Kopf. Mach weiter, ich denke, du wirst hier auf jeden Fall auch weit kommen, ja? Stark, ja. Zu dem Thema, was ich vorhin von Realness hatte, das ist für mich auch Realness. Jemand, der einfach nur sagt, was in seinem Herzen ist, muss nicht unbedingt sein, dass er Drogen oder sowas verkauft. Auf Zwang, weißt du, was ich meine, sondern sagt, hey, was geht ab? Das ist gerade mein Feelings, geile Melo, geile Stimme. Sieht doch wie ein Star aus, also auf ihn würde ich auch setzen. Hat genau das gesagt, was ich sagen wollte. Quasi. Perfekt, ja. Ich finde den auch super. Mufasa, danke für deinen Auftritt. Servus, ich bin Gucci Kuzi, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Frankfurt am Main. Ich bin zur Musik gekommen, weil ich einfach Lust hatte, Musik zu machen. Mein Ziel bei Rapper ist auf jeden Fall, um eine Stunde Zeit zu haben, zu genießen, jeden Moment. Und genau, deshalb bin ich hier. Der Auftritt war gerade sehr harmonisch, es war eine harmonische Ballade, ein melodischer Familiensong. Ich hoffe, ihr genießt es dann zu Weihnachten. Viel Spaß euch. Sie soll mich später eine Blasenzeige, keine Gnade, scheine Stapel, Hinterseitenstraßen, Dips und Thai-Massagen, ein paar Chayas, die auf beiden.
der wahren Lutsche, Motherfucker. Fokus nur auf Wesentliche. Wenn ich besoffen jeden Ficker auf befleckten Leder sitzen. Ich mach Paradusch Amnesia, Paradag Ameria. Paranoia jeden Tag, ich hasse dieses Leben, Mann. Fuck auf der Clips, ich mach Delta mit Twist. Mache die Kiste fit und mach das frisch, das andere Shit. Du bist ein Blender, machst den Harten in der Videoclips. Aber scheiß mir hinter Rücken deiner Liebesgedicht. Du kriegst Faust in deinen Arsch, weil du ausgesagt hast. Und der V-Mann haut ab, trotzdem laufen Verfahren. Jeder, den ich kenne, Digga, der hat richtig Rad ab. Und wird dich auffinden, irgendwo hinter Bagdad. Pikus muss Stuff, Stuff, Batzen auf das Brett. So hat es angefangen, hab es damals schon gesagt. Es muss Stuff, Stuff, eines Tages wird es wahr. Vom Brunnen bis im Park, bis nach oben in den Chart. Es muss Stuff, Stuff, du willst Kombis abholen. Doch ist Kombination, bevor Konfrontation. Es muss Stuff, Stuff, wir sind Intensivtäter. Ich schlag euch im Suff wie eure Stiefväter. Gucci Kuzi, Gucci Kuzi, ja, ich finde deine Attitude ist geil, Alter, du hast auf jeden Fall was, Bruder, auch Beat-Auswahl sehr eigen, aber halt von diesen ganzen Reimketten, Bruder, das ist so ein, das ist zu viel ein bisschen, weißt du, ich meine, ich glaube, bei dir muss man ein bisschen selektieren, aber Bruder, du hast auf jeden Fall was, Mann. Da fehlt ein bisschen Struktur, Bruder. Ja, ja, man muss ein bisschen, aber dein Auftreten ist ja, cool, das ist Baba, Bruder, sehr krass. Baba, ja, Bruder, cool. Hat mich unterhalten, auf jeden Fall. Auftreten finde ich super. Auch den, bis jetzt den ersten, den ich auch kannte, auch von Instagram. Das heißt, krass. Er ist schon ein bisschen viraler gegangen als der Rest, wenn ich mich nicht irre. Fandst du den Part ein bisschen zu hektisch? Ich persönlich mag es so bei Training, aber wenn ich das auf die gesamte Masse sehe, kann man auf jeden Fall noch selektieren, aber hat was und würde ich safe dranbleiben. Okay, cool. Oh nein. Jo Leute, was geht ab bei euch? Mein Name ist Pada, ich bin 35 Jahre alt und ich komme aus Aachen. Ich habe früher viel Seven Adu gehört und ja, durch Brüder und Freunde. Mein Ziel bei Rap LaRue ist einfach zu übernehmen, Feuer zu geben und den Leuten draußen zu zeigen, dass echt Musik ist. Mein Auftritt gerade war Feuer. Danke für die Liebe. Für meinen Block, dann ist Therapie. Weil die Uhr niemals stoppt, volle Energie. Tick nicht auf, drehen durch ohne Empathie. Glaub an das Gute, glaub an Gott, doch es ändert sich nicht. No, Bruder, c'est la vie. Gib mir einen Stift und ein Blatt und eine Melodie. Ey, kill den Schmerz, muss den Dreck entfliehen. Das alles brennt so wie Terpentin. Denn es ist alles so leer. Es ist alles so leer. Verloren in den Gassen, wo das Leid regiert. Sind am Boden, doch wir dürfen nicht den Halt verlieren. Kennen diese Straßen so leer, alles so leer. Sie können mich hassen, es bleibt ein Teil von mir. Denn es ändert sich nicht, no. Erzähl von da, wo ich herkomm. Wir sehen nur Straßen und Beton. Hey Bruder, ja, wenn sie wüssten, wer kennt mein Herz? Sie geplagt von Gerüchten, wer kennt dein Wert? Manche Erfahrungen tödlich, und wenn's mein Schmerz. Diese Tage waren wertvoll, oh. Fang an, Bruder, du bist schon aufgesprungen, du bist schon auf. Erzähl, Bruder, was hast du zu sagen? Ich sag dir ehrlich so, ich kam schwer rein, weißt du, aber ich glaube, du musst auf jeden Fall mehr deine Stimme einsetzen, so, weil der Stimmeinsatz, der kam sehr überraschend, der kam sehr, sehr gut. Kannst du uns erklären, wie einsetzen? Ich will mal deine Stimme kurz hören. Ja, zeig mal, ein bisschen, ja? Bruder, ich bin gerade voll heiser, voll heiser, Bruder, ne? Ich bin voll heiser, Bruder. Aber ey, ehrlich, Bruder, du hast echt geil abgeliefert. Ich sag dir ehrlich, Mann, hat mir gut gefallen. Bruder. Ich finde, Part hat noch so ein bisschen, aber in der Hook hattest du mich. Genau. Ja, Hook war so, da war ein bisschen Power drin und so. Im Part habe ich mir gedacht, erstmal, du bist ein bisschen schwer reingekommen, aber danach war clean, Bruder. Respekt. Pader, für mich, sag ich ehrlich, für mich war der Beste heute. Krass. Ja, weil Aussehen, optisch, Image, musikalisch, einzigartig, erwachsen. Also ich sehe sehr viel Potenzial in ihm für mich. Geile Stimme, geile Attitude, sah gut aus. Mir hat ein bisschen das Rap gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Weil Rap LaRue, aber wenn man das noch so in die Parts mit einbaut. Dafür sitzt du hier, mein Bruder. Genau, verstehst du? Baba. Aber hookmäßig, stimmemäßig, sehr, sehr gut. Cool. Wirklich sehr, sehr gut. Auch Favorite.
Mein Name ist Medvan, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Hamburg. Ich bin zur Musik gekommen, weil wir damals Rap gefreestylt haben, als wir klein waren, ich und meine Jungs. Mein Ziel bei Rap La Rue ist es, Rap zu zeigen, dass ich trotz meiner Schwarz vielleicht besser rappen kann als jeder andere. War sehr gut, hat sehr Spaß gemacht, die Jungs sind geil drauf. Das war sehr geil auf jeden Fall. Ey, ihr habt lang genug rumgehampelt, doch ich bin wieder da. Hört zu. Jeder zweite Rapper macht ab 1000 Klicks schon Major Moves. Doch das bringt euch alles nichts, wenn ihr Cosme Bella ruft. Also rede nicht, du Benamus, was so regellos. Wenn ich komme, bist du regungslos. Donna und Doria, Großhandel am Hafen, bringen Stoff über den Ozean. Komm ran, du Komiker, Kopf's nah, mein Totschläger. Doch ich komme wieder und das frontale Leonidas. Lo, ich lass deine Bude brennen, trag keine weiße Weste, nein, hier ist Blut befleckt. Was willst du denn jetzt? Meine Kugel steckt. Siehst du Höflichkeit als Schwäche, zeig ich, dass ich keine Skrupel kenn. Bin bereit für jeden, wer willkommen. Bin bereit für Schlägerei, Macheten und Kanonen. Bin bereit, egal welche Situation, halt die Blicke nach vorn, denn ich warte auf den Tod, ey. Dauerhaft auf Paranoia, Neid macht sich breit, verbreitet sich wie Feuer. Schlaf nur ruhig mit ner Neuner, deine Jungs sind dir treu, meine Wumme ist mir treuer. Wer will kommen, hol sie alle, sei bereit wie du willst, ich tauch auf mit ner Knarre. Digga, Ausnahmelage, für sowas ging ich damals raus und kaufte ne Knarre. Wer will kommen, hol sie alle, sei bereit wie du willst, ich tauch auf mit ner Knarre. Digga, Ausnahmelage, für sowas ging ich damals raus und kaufte ne Knarre. Guck mal, wer da kommt und dir ne Kugel durch die Scheibe jagt, moralisch ist es falsch, doch es wurde mir so beigebracht. Also Medvan, ich fand den nicht mal übel. Und gerade durch seine Einschränkung, dass er trotzdem so eine Performance liefern kann, Bruder, das ist richtig Respekt von meiner Seite aus. Ich denke aber, heute die Konkurrenz ist ein bisschen stark. Man muss gucken, ob es reicht, ja? Ich würde gerne mal Omar hören. Also ich sag dir ehrlich, ich bin auf den Satz eifersüchtig, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Deine Freunde sind dir treu, meine Wumme ist mir treuer. Schade, Bruder, starker Satz, ne? Wirklich, also geil. Ich bin mieser Straßenrap-Fan. Ich mag so Parts, ich weiß aber nicht mehr, ob das in der Zeit aktuell ist, leider Gottes. Aber von Rapper zu Rapper, Bro, mach weiter, ich schwöre, mach weiter. Ich feier's, mir ist es egal, ob es Mainstream hin oder her ist, ich bin Rapper und daher, mach weiter, geil. Und der Satz hat mich gecatcht, also geilste cool. Zeile bis jetzt, die ich gehört habe. Ich fand's auch raptechnisch, fand ich's gut. Nur das Auftreten hat mir ein bisschen so... Als er reinkam, dachte ich so, was ist das? Aber yeah. Dann, wo er angefangen hat zu rappen. Aber von Musik war nicht auf jeden Fall stark. Dankeschön. Weil ich in mir Wut trage, hab ich deine Schlagkraft zu nah, da hau die bitte zu klinischen Blooper, befickt dein Baby, sie sagt zu mir zu. Ich bin MVP, ich bin 18 und ich komme aus Magdeburg. Zur Musik bin ich gekommen, ich hab sehr oft früher Musik gehört von den anderen, dann wollte ich einfach selber Musik machen. Mein Ziel ist natürlich zu gewinnen und meine Reichweite mitzunehmen, dass Leute meine Songs hören. Ich denke, ich fand meinen Auftritt eigentlich ganz stark, ja, ich denke, ich konnte damit viele überzeugen. Weil ich in mir Wut trage, hab ich deine Schlagkraft viel zu nah. Da hau die Bitches, guck wie ich im Blooper. Da fick dein Baddy, sie sagt zu mir Zugabe. Wenn ich klau, mach ich lange Arme wie Ruffy. Meine Niggas am Fokus auf jede Puppe macht auf Barbie, doch jede zweite sieht genauso wie Chucky. Deine Chaya wäre ein Artist, dein Baddy geht down, nennt sie Marcus. Sie liebt irgendwie, weil er bechattet und feiert wie Drake, red nicht von Uncharted. Weil ich für Junkies ein Medikit hab, sehen sie in mir das Gute wie jede Ritter. Tut mir leid, wir können nicht reden, Pisser, ich will, dass du nochmal um dein Leben zitterst. Lass sie nach, Nigga, sie weckt dich, denn ich schaff was da. Statt der Verbrecher whippen, lass sie nach. Nigga, sie weckt dich, denn ich mache Krach. Früher mit Pickets war ich nachts im Park, kurz am Versteck ist, denn ich schaff was da. Statt der Verbrecher whippen, lass sie nach. Nigga, sie weckt dich, denn ich mache Krach. Früher mit Pickets war ich nachts im Park, kurz am Versteck ist, denn ich schaff was da. Statt der Verbrecher whippen, lass sie nach. Nigga, sie weckt dich, denn ich mache Krach. Ich starte mit meinem Album Blutbad, nebenbei höre ich Hammer und Usa. Ich schlag meine Knarre und shoot am Rad, den Überblick wie ein Yuga. Auf mein Handy, Snap von dem Bestie, sie wird zu MV, ich nehm sie mit. Auf mein Handy, Snap von dem Bestie, sie wird zu MV, ich nehm sie mit.
Okay, Jungs, das war der letzte MVP. Wir sind wieder bei der Qual der Wahl. Ja, 5 Leute, 2 kommen weiter. Ich muss sagen, MVP klingt für mich noch nicht eigen genug, noch nicht ausgereift. Bisschen Zeit. Ja, für mich, das war nichts, Bruder. Sorry, Bruder, es war leider noch nichts. Also die Konkurrenz ist zu stark, Bruder. Ich würde gar nicht über MVP reden. Der Bruder Rap Larry, das ist, ich weiß gar nicht, wie der Top 100 gekommen ist. Also ich ist persönlich auch nicht mein. Ist auch persönlich nicht meins. Wünsche mir trotzdem alles Gute. Jungs, wir hatten heute Mufasa, Prada, Mervan, Gucci Cousin, MVP. Das wird schwer. Wird schwer, gell? Also Prada will ich auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, safe. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Also für mich Prada und Mufasa, definitiv. Ja, es kommt ja nur zwischen Mufasa und Mervan quasi dann, ne? Genau. Also für mich, Mufasa war der Erste, wo wir applaudiert haben, weißt du? Ich denke, ein Mufasa, der hat schon auch abgeliefert. Die Frage ist halt so jemand wie ein Gucci Cousi, wenn man den vielleicht so ein bisschen strukturiert, ob der nicht auch, weißt du, noch mehr aber Potenzial hat. Aber das Problem ist, die Jungs sind schon fertig, das zu strukturieren. Ich würde ihm sagen, der soll es nächstes Mal versuchen. Safe, bis dahin. Ich bin bei dir. Sein Auftreten, absolut perfekt, top. Aber musikalisch, die Frage ist, kann er das Ding reißen? Genau, also wenn wir von fertigen Künstler ausgehen, ja, wer bringt mehr mit, muss ich auch sagen, ein Prada und ein Mufasa, gebe ich euch auf jeden Fall. Was sagt Omar? Also wirklich, eine Sache will ich auch im Vorhinein hier für meinen Frieden, für meinen inneren Frieden sagen. Das ist ja alles ja nur meine persönliche oder unsere persönliche Meinung. Keiner soll sich in so einer Art und Weise getriggert fühlen, dass er jetzt nach so einer Bewertung aufhört zu rappen. Das ist komplett Schwachsinn. Ich kann mich erinnern, als ich noch saß und so von drinnen so angefangen habe, so einen ganz kleinen Hype zu generieren, hat mich eine sehr berühmte Sängerin, die jetzt jeder von uns hier kennt, wenn ich den Namen sagen würde, angeschrieben und hat mir gesagt, hey, wie findest du das? Und ich habe ihr meine Meinung gesagt, finde ich nicht gut. Und die hat jetzt mehr Hype als nicht. Das heißt, ich bin nicht das Nonplusultra von jedem. Also macht auf jeden Fall immer weiter, egal wer euch irgendwas sagt. Aber ich muss euch dazu stimmen, ich fand Mufasa und Prada auch sehr gut. Das Einzige, was mich bei dem Prada nur triggert, ist, es ist ja Rap de la Rue. Rap la Rue. Heißt, ich würde jetzt schon meine Stimme gerne dem Prada geben, aber echt, ich will da beim nächsten Mal echt was Gerapptes auch hören. Weil dann weiß ich, es ist geil. Krasser. Aber dann muss was Gerapptes auch sein. So, dann sage ich auch die zwei. Prada, Mufasa. Herzlichen Glückwunsch, willkommen zu der nächsten Runde, mein Bruder.